Oh, heute bin ich aber dunkel. Ha, so. Blub. So, gut, warte. Servus, Leute. Moin, steht er da in meinem Bild, hallo? Geht ja gar nicht. Okay, nochmal. Servus, moin, moin, Leute. Und willkommen zurück zu, ja, Dark Souls 2 Stream vom Kaiser Katana. Wir stehen im Schloss Dragon Lake mit 42.000 Seelen und haben die Drachenreiter besiegt. Und hier ist Tomato Rayao. Okay. Hab gerade schon die Meldung bekommen, Serverabschaltung irgendwie demnächst. So, jetzt muss ich überlegen. Ich musste erst hochfahren, ne? Ja. Glaube ich. Oder? Wollen wir mal gucken, wer heute alles einschalten tut. Lob. So, den eingebetteten Schlüssel, den wir gleich hier verwenden könnten, haben wir ja leider noch nicht. Ja, wie lang ist es denn noch? Hallo? Gleich sind wir oben auf der Spitze des Eiffelturms. Mal schauen. Mir gefällt irgendwie mein Kamerabild nicht. Ich bin so dunkel. Nur gut. Tür. Was könnte dahinter sein? Genau. Leider nicht im Inventar. Juckt uns aber erstmal noch nicht, weil wir Kisten. So, wir haben einmal den Königskorridor-Schlüssel, den wir unten für die Tür brauchen. Dann haben wir. Sagen wir hier. Ein Seelengefäß und einen Samen des Feuers. Feuersamen. Und starkes Zauberschild. So, und wieder runter. Oh Gott. Da könnte der TÜV mal wieder vorbeikommen. Das Ding fährt ein bisschen arg langsam. So, in der Zwischenzeit könnten wir mal im Inventar gucken, haben wir denn irgendwas Sinniges zum Abgeben dabei? Keine Scherbe, keine Dings. Ah doch, ach guck an, wir haben eine Estus-Scherbe. Ja, da müssen wir ja wohl zurück. Bevor wir hier in den, wo immer der Königskorridor gleich ist. Da. Aber Türchen können wir aufschließen. So frei sind wir ja schon mal. Und da hinten sieht man schon Boss-Time. Aber Scherbe, Scherben. Hoppla, da ist Bonfire. So, mit 42.000 müssten ganz eng zwei Level gehen. Die holen wir uns auch noch vor unserem Boss hier. Dann geht's los in der Boss-Time. Heute im Stream 3 Stunden vielleicht sogar. Mal gucken, ob wir 21 oder 21.30 machen. So, ist das ein Schar? Ups. Ja, erst Level. So. Das sieht doch gut aus. Und noch 8000 Seelen haben wir übrig. So. Ja. Nein. Ja. So. Wie viel Glitzerdinger da haben wir denn? Eins. Yes. Ah, wir haben die Leuchtfeuer so weit ergattert, dass wir jetzt sehen, was uns noch fehlt. Ist ja fast nichts mehr. Sind ja gleich durch. Super geil. Hier haben wir alle Bonfire. Hier haben wir. Ich will nur mal kurz checken, ob wir in A1 verkackt haben. Ja, wunderbar. Wir haben. Ne, ja, genau. Hier fehlt eins. Das kriegen wir aber erst später. Wenn wir hier den Schlüssel des Königs haben. So, und jetzt sind wir mittleres Schloss von Dragon Lake. Sehr gut. Entschuldigung. Ein bisschen klügern. Der wartet immer noch. Ja, komm, sind wir mal so frei. Den nehmen wir mit. Schauen, aber komm. Weil das Kamerabild ist wirklich sehr, 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 sehr dunkel. Hm. Vielleicht muss ich ein bisschen zurückgehen. Oh ja. Na. Blöde Lampe. Bitte Schrott aus dem Roller wieder.
Kabel weg da. So, hier. Kollege, steh hinter dir. Hallo. Hallo. Nein, 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 nein. Dann schickt man halt zurück. Hinterlässt Rufsymbol. Ja gut. Aller Pech. Na ja, tschüss, komm. Verpiss dich. Ja gut, der will uns nicht helfen, der ist einfach nicht da. Dann können wir ihm auch nicht mehr helfen. So. Dann macht der Boss auch nicht mehr so viel Damage und hält auch nicht mehr so viel aus. So, dann haben wir hier einmal Köderschädel, 3 Stück. Warum gerade hier, werdet ihr gleich sehen. Wo ist der erste? Lebenstein? So. Gut. Nehmen wir mal einen Schimmernden dafür. Weiß nicht, ob da noch einer kommt. Haben wir sie alle? Scheint so. Dann haben wir hier noch ein versteinertes Etwas. Und wen können wir hier rufen? Ascheritter Boyd, jawohl, dich nehmen wir mit. Ach, guck an, da liegt ja noch was. Ja, hätte ja. Wow, geht ja gar nicht. Glitzerndes Titanit hier liegen, geht ja gar nicht. Servus, Boyd, auf geht's. Und wir sagen: Hahaha, nein, nein, nein. Wir ziehen in den Kampf Post-Time Dark Souls 2. Wir ziehen in den Kampf gegen den Spiegelritter. Wer kennt ihn nicht? Wow! Ja, ist in Ordnung. Du hast Range, wir haben's erkannt. Ja? Nein. Oh, der macht ja viel Schaden, der Boyd. Oh, ich mach aber auch nicht unbedingt die Welt. Jetzt habe ich das Rollen irgendwie nicht so im Kopf gehabt. Ja gut, Boyd von hinten, ich von vorne. Also, drauf, auf den, schlagen. Autsch. Mal zur Sicherheit ein Estus-Esten. Den Sprung auszuweichen ist echt schwer. Boah, ich hab auch noch sein scheiß Schild getroffen. Oh, das ist ja gar nicht gut. Aber er macht dem Boyd jetzt auch nicht unbedingt viel Schaden, würde ich mal behaupten. So, jetzt geht die Kacke richtig los, weil wenn wir sein Spiegelschild erwischen, kriegt er Verstärkung seiner Hässlinge hier. Oh. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Nehmen wir mal die Estus, wir haben's ja. So. Oh, wieder sein Scheißschild. Oh, komm. Come on, Boy. Hab ich getroffen, jawohl. Ja, so langsam macht er halt auch Schaden auf den Boy. Nee.
Ja, der geht auf mich. Au. Da hat er ja dann doch noch getroffen. Was ist jetzt mit dir los? Oh, ich wollte gerade sagen Ende. Jawohl, aber jetzt. Der Boy trinkt mal noch ein. Praise the Sun, Spiegelritterseele. Das ist, finde ich, noch einer der schönsten Kämpfe mit dem Regen hier und der Atmosphäre. So, jetzt geht's Fahrstuhl, Fahrstuhl. Wo ist die Kiste? Kiste, Kisten. Und wir befinden uns jetzt gleich im Schrein von Amana. Da freue ich mich total keinen Meter drauf. Zauber, Quarzring 2, ein Asketen, Leuchtfeuer und hier ein bisschen Klippinsel. Schauen wir mal. Der Regen fällt aber sehr tief. Jetzt nicht mehr. Wir glitzern aber irgendwie komisch. Und wir haben wieder so einen nicht TÜV geprüften, verdammt langsamen Fahrstuhl. Ah ja. Oh. Willkommen im Schrein von Amana. Ich mag diesen Level überhaupt nicht und ihr werdet bald erfahren, warum. Es ist auch nicht schwer, diesen Level nicht zu mögen. Das einzige Gute ist hier die Musik. Definitiv. So, zwei Level. Das müssen wir auf jeden Fall tun. Bearer of the Seek, less. So, was machen wir? Hier ein bisschen rein. Genau, powern. Wir brauchen jetzt Kraft da unten im Schrein. Wo ist er? Da ist er, der Schrein von Amana mit ganzen vier tollen Leuchtfeuern. Ich vermisse ihn überhaupt nicht. Ich habe ihn nie vermisst. Deshalb, Yuhei. Wir müssen mal gucken, ob wir es schaffen, einen permanenten Bogen bei uns zu tragen. Geht es noch? Oh ja, locker geht es. So, was haben wir denn? Magiepfeile haben wir relativ viele. Und Feuerpfeile sogar noch mehr. Ja, cool. Dann starten wir mal mit denen ins Rennen. Gucken, wie viele wir wirklich schon brauchen. Also es ist ein Kackgebiet, sieht man ja jetzt schon. So. Das sind unsere typischen Gegner hier. Vollpfosten. Die Lebenssteine werfen, aber auch Funkeltitanit droppen. Mit Wahrscheinlichkeit 0, circa. So, das brauchen wir später unten. Irgendwo ist der Quarkfrosch. Ah, da hinten, ich sehe ihn schon. So, Kiste gegessen. Way! Was haben wir hier? Wir haben hier verwecktes Dämmergraus und ein Skeptiker-Gewürz. So. Solange das Gesinge hier anhält im Schrein von Amana, sind ein paar Gegnertypen hier ziemlich paralysiert. Das ist von uns für einen Vorteil. Beziehungsweise, wir sehen die auch. Weil dann haben wir so ein Geklitzer hier im Wasser und dann wissen wir, oh, Vorsicht, da ist was. Ich sehe jetzt schon, ich krieg Probleme mit meinem Messer. Ich kann wahrscheinlich hier mit dem Messer nicht unbedingt arg viel anfangen. So, solange die glitzern, alles gut. Hui. Die
machen nicht gerade unbedeutenden Schaden, wenn sie mal treffen. So, da sieht man schon, da wird's lustig. Gucken wir uns mal an, wie lustig. Punkte geben sie nicht unbedingt hin. So, wollte gerade sagen. Zwei Schläge wird eng. Menschenbilder, zwei Stück. Das ist nämlich die Dropchance bei denen hier. Ach, guck an. Früher habe ich gefarmt wie so ein Behinderter hier und nichts gekriegt. Wollte mich jetzt verarschen. Wenn ich überlege, wie oft ich früher hier farmen musste. Wie so ein Irrer. Und es hat nichts gebracht. So, und jetzt kommt die Kacke hier an dem Level. Wir sehen so gut wie gar nicht, wo noch wirklich Boden ist und wo wir das letzte Mal laufen, wenn wir da laufen. Also es ist schwer zu identifizieren. Da, genau, da ist Abgrund. Hier nicht, sehr gut. Dann kriegen wir hier einen Flammenschmetterling und ein glitzerndes Titanit, was ich niemals hier vergessen wollen würde. So. Bis zum ersten Bonfire hier unten ist es auch relativ leicht, würde ich jetzt mal unfairerweise sagen, durchzukommen. Weil noch wenig Abgrund ist, die Gegner sind noch so in der Kennenlernphase. Die Tante sinkt noch. Ne, oder? Ah, Blutungsserum. Zack! Sie verstummt. Und wir sehen kein Glitzern mehr. Weil der da hinten tut nicht mehr Glitzern tun. So. Müssen wir mal kaputt urnen. Servus, Bladrix! Hey, alles hin bei dir? So. Was haben wir da? Glitzert da noch was oder nee? Dann schauen wir mal hier in das Kapüfchen rein. Wunderschön, dass du einschalten konntest heute. Freue ich mich tierisch drüber. Weil heute ist ja mein langer Stream. Ah, guck, da ist er. We knew you were coming. Oh, warum? Was ist los? Ja, ihr habt aufgehört zu singen, weil ich gekommen bin. Ist in Ordnung. Ja, wir kriegen irgendwas. So, und das war's. So, ich glaube, hier war nichts mehr. Keine Kiste, kein Loot, nichts. Und raus hier. So. Ende mit Singen heißt Gefahr überall. Immer mal schön ins Wasser glotzen. Da. So, und die fangen nämlich jetzt an. Ah, danke. Sie klimpert weiter auf ihrem Trellafon. Oh. Hier geht's zu gut. Das Falsche. Richtig mies ist, dass die jetzt teilweise auch am Abgrund stehen hier. Ja, passt auf. Oh, guck. Kacke, trinken. Genau das meine ich. Ach, nett. Ich hasse die. Ich brauche mehr Funkel. Mehr Furunkel-Titanit. So, und jetzt haben wir die ganze Kacke da nochmal am Arsch. Gut, dass wir so viele von den Dingern schon haben. So. Naja, wir könnten jetzt auch sagen, hey, wir können farmen. Hier unten farmen hat aber keinen Spaß. So. So. Dann wollen wir mal. Oh, ich wollte gerade sagen, wagst dich. So. Jawohl. Boah, ohne Flachs, wieso farm ich jetzt auf einmal Menschenbilder wie so ein Bekloppter? Und früher habe ich dafür.
Ja, die Gegner sind begrenzt, aber du kannst mit dem Asketenleuchtfeuer ja wieder hochgehen dann. Klar, du musst nochmal die Bosse machen. Aber das ist ja nicht so tragisch. Aber wenn du halt Menschenbilder brauchst, gerade im Schrein von Amana, ist es halt nicht verkehrt. So, 13.000 Seelen zurück. Ich wollte gerade sagen, hier, fang mal wieder an zu trällern. Servus, Blabes! Geil. Mein Tag war cool und deiner? So. Das machen wir jetzt anders hier. Wie zum Geier hat der mich da hinten? Ey, das ist krass. Alter, schmaler Lebenstein. Alter Lebenstein. Ne, jetzt mal ohne Flachs, wie hat der Typ da hinten mich gesehen? Das ist doch unrealistisch, also bitte, kommt Leute. Hoff, bei dir ist auch alles cool, Fares. So. Einer dackelt noch rum. Ja, auch der sieht mich von 2,5 Kilometern Distanz. Finde ich ja süß. So. Jetzt haben wir so. Ja, Sniper-Augen, genau. Ah ja, cool, freut mich, Baris. So. Ich glaube, hier war sonst nix. Keine Kiste. Doch, Kiste. Kiste, Kisten. Hier war Kiste. Und links schon wieder Abgrund. Also es geht hier sehr schnell, dass du auf einmal den Meeresgrund von unten siehst. Drachenamulett. Keine Ahnung, was das macht. So, oh, jetzt kommt diese Kackhöhle hier. Oh ja. Man denkt so, oh, was ist das? Cool. Und sieht dann das. Ah ja, und die Penispilze. Sehe nix, aber ich hab ihn tot. So, jawoll. Auch die haben wir weg. Kiste, Kisten. Was haben wir hier? Glitzerndes Titanit, glatterseitiger Stein. Super. Das ist cool. So. Zweiter Bereich, Schrein von Amana. Er geht auch noch so, gerade so. Aber das ist schon der erste anfangende eklige Schreinteil. So. Ganz wichtig, hier Leuchtfeuer, Leuchtfeuern. Ah. Da hört man's schon. Oh, da hört man's schon, ey. Wenn ich die höre, die Dinger. Wie viel Leben ich an diesen Seelenpfeilen da verloren habe. So, auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Wir wollen heute hier richtig weit kommen. Oh, aber so nett. So, da hinten war nix. So. Hallo. Oh. So, wunderbar. Den kann man zwar im Laufen ausweichen. Und die Tanten haben jetzt nicht unbedingt die Power. Aber die Kombination aus diesen Tanten hier und den riesen Golems. Und zwar den hier. Die Kombination ist nicht so cool. So, und ab jetzt brauchst du auch einen Bogen. Wobei ich irgendwie die anderen vermisse. Oder sind die erst wieder NG Plus technisch da? Oh. Sehr gut. Und weg mit 700 Seelen. Immerhin. So, dafür haben wir uns ja Pfeile gekauft. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind nämlich auch wieder Unterwasserviecher. Da, da ist er ja schon, die Tante. Die habe ich gesucht. Oh, scheiße. Das meine ich mit mal so, mal so. Sehr geil. Zwei Stück weg von den Tanten.
War hier nicht noch so einer? Ja, da vorne ist er. Und Heppa. Nein. Da ist auch noch einer. Oh Gott. Die sind halt hier überall. Oh oh. So, dann kommt halt noch hier das fallende Wasser dazu und die ganze Krimbimsel und macht keinen Spaß. Ich mag den Schrein nicht. Ich mag ihn so wenig. So, wo ist er? Da ist er. Toll. Wahrheitsverkünder. Echt jetzt? So, Kiste Kisten. Erster Loot hier. Ja, hast ja gesagt, dass du den nicht magst. So. Ah, hat es von draußen. Dich krieg ich von hier. Gibt bestimmt ein, zwei, die den mal mögen. Komm ich so weit? Da noch was? Sehr gut. Aber jetzt erstmal Ruhe. Sehr geil. Ah ja. Ah, jetzt müssen wir aufpassen, weil nicht überall ist hier gängiger Weg. Ah. Nicht nur gängiger Weg, sondern... Ah Gott. Oh. So, den schnappen wir uns von hier aus. Tja, ja, lauf doch mal so. Oh, verdammt. Oh. Fetti. Oh, steckst du? Oh. Oh oh. Ich glaube, der kommt hier doch weiter. Ah ne, kommt er nicht. Hihi. So. Was jetzt? Der Ma. Hey, der trollt mich. Was ist jetzt bald, wo du hinläufst? So. Denn bei dem liegt hinten eine Estus-Scherbe und die würde ich gerne holen. Ups. Ja, irgendwie hatte ich geplant, dass ich ihn treffe. Oh, oh. Boah, die wird gleich geköpft. Sehr geil. So, Feuersamen. Da hinten brauchen wir einen Troll der Kaiser. Ja, geht wieder los, Blatrix. Geht wieder los. Let's Troll de Kaiser. Ah, guck an. Dafür sind die zu dumm zu treffen. Weißt du, ich stehe auch noch vor ihm. So. Haben wir alle. So. Jetzt geht's los. Let's find a way. Menschentöter, ist das eine Waffe oder? Ich hab Dark Souls 2 eine Weile nicht mehr gespielt, bevor ich in den Stream bin. Da hinten müssen wir irgendwo hin. Da ist kein Weg mehr. Da ist noch ein Weg. Boah. Mal gucken, ob ich den vielleicht sogar schon eingesammelt habe. Keine Ahnung. Das ist ein Katana. Nee, hab ich nicht. Boah.
Da fragst du mich was. Dadurch, dass ich eh immer meist mit dem Zweihänder gespielt habe, beziehungsweise mit. Oh, ernsthaft? So, oh, da ist schon wieder Abgrund. Oh. Wie viel habe ich denn da noch Platz? Da ist wohl jemand geplumpst. So, dann. Zur Sicherheit mal wieder Esten. So, dann müssen wir hier rum. Da können wir noch laufen. Die Sache, ich mag den Gereich hier nicht. Das alles für eine Kackscherbe. Ja, wer war hier, glaube ich nicht. So, und jetzt lebendig bitte wieder zurück. Da lang. Bin immer ganz vorsichtig an den Stellen, wo ich schon so einen Blutfleck sehe. Da weiß man ja, oh, da ist schon mal einer geplumpst. Oder halt gestorben. Okay, hier ist Weg. Oh. Ja, du kannst mich mal. Wow. Diese Nummer. Aufkommen. So, den haben wir weg. Können wir uns mal im Haus umgucken, weil da war, glaube ich, was. Kiste, Kisten. Nach dem Gesangsdämon, da liegt was rum. Ich weiß nur, dass du hier genau einsamer Jäger Schmidt holen kannst. Sonst war hier nichts, ne? Jawohl. Aber wenn ich den nehme, nee, den brauche ich eigentlich nicht. Wobei der später eigentlich ganz nützlich ist. Das ist der hintere Bereich. Hier kommen wir zum Bonfire. So. Jetzt müssen wir aufpassen. So. Du bist so einer. Du bist so eine Fuzzi-Tante. Jawohl. Fangen wir mit dir an. Plopp. Ach so, der konnte hier das Ding nicht hochgehen. So. Dann, Sniper-Katana wieder hier. Eins, zwei, drei, vier. Oh oh. Oh 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 oh. Dann so, passt. Geil glitzerndes Titanit. Und ein runder Drachenschild. Sehr schön. Oh. Läuft ja besser als erwartet hier. Also ernsthaft, es läuft wirklich besser wie erwartet. Da haben wir keinen mehr. Da hinten ist irgendwo noch einer. Da, der da. Bits ins Auge. Noch. Ladrix! Oh. Nix Digitalkreuz. Alles klar, Baris, mach ich. Weil dein Tipp, Bladrix, habe ich mir durchgezogen hier und hab mir mal probiert, aber bei mir tut sich da nichts, außer dass ich oben probiere, die Zaubereinsätze zu wechseln. Hoppala. Das, was du meinst, Bladrix, ist, glaube ich, das geht nur bei. Ich weiß nicht, bei was für. Ich glaube, bei. Hier so. Wie heißen denn die Dinger? Armbrust. Ah. So.
Der macht alles zu Kleinholz hier. Sehr gut, du läufst gleich zurück. Du weißt, was dir hier blüht, ne? Das kann natürlich sein, dass der Bogen das nicht kann. Wäre natürlich irgendwie doof. So, und... Ha! Hier haben wir Lebensring plus 2. So. Ja, stimmt ja. Da kannst du ja nicht mal zielen mit den Kackdingern. Nix können die. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, ihr Weg und so. Eins, zwei, auf Wiedersehen. Yeah. Ah, ich glaube, da oben war nur Köderschädel oder so irgendwas Unnötiges. Aber was man hat, hat man, ne? Genau, 3 Köderschädel. Was man hat, hat man. Hajo. So. Hier war... Boah, war das auf der Seite? Ah, doch, da war sogar was. Boah. Das war ein göttlichen Segen. So, und... Juhei. Juhei. Beim ersten Anlauf vom zweiten zum dritten Leuchtfeuer gepackt. Geil. Das habe ich sonst nicht. Weg hier, weg hier! Ach ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, doch, dann habe ich das schon mal gefunden. Baris. Ich weiß, wo das ist, ja. So. Oh. Ja, stimmt. Ich habe die Köderschädel auch noch nie wirklich sinnvoll benutzt. Klar hole ich mir das schon mehr so gut wie alles, was ich finde. Ich meine, die Trophäen habe ich ja schon fast alle. Mir fehlen ja nur noch die tollen Zauber-Trophäen. Und den König Wendrick besiegen. Ja, das ist eine Scherbe. So, warte mal. 2 Level hier nochmal in Geschick. So, ja, wir haben eine Scherbe dabei. Oh ja, du hast... War 12 das Maximum? Du dummen Tusch. Hä? Wie sieht der aus? 12 war das Maximum? Davon weiß ich ja gar nichts mehr. Ja, ich bin Dark Souls 3 gewöhnt. Schade. So, mutige Felicia, die nehmen wir mit. Es wird nämlich lustig mit der. Die kann es nämlich gleich mal am Anfang den Popo retten. Oh oh. Den kann ich noch wegmachen, aber nicht weitergehen. Ich zock PS4. Baris. Blatrix? Weiß ich jetzt nicht mal, was du meinst. Ich habe Dark Souls 1 wirklich gefühlte 200 Jahre nicht mehr angefasst. So. Blöde Stelle hier. Ah, halt. Komm, komm, komm. Er wird weg. So. Die da muss weg. Das ist die, die heilt. Ja. So, dann gehen die anderen auch weg. Oh, der hat das Schild oben. Macht das Schild weg. Ja, gut. Bevor wir aber dahin gehen, will ich das Item hier mitnehmen. Und zwar... Die Seele eines stolzen Ritters und Jahrbares. Alter, hau ab. Jawohl. Ah ja, sicher, sicher. Wir haben hier noch so ein paar
Querulanten. Da hinten steht zum Beispiel schon wieder einer. Ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. Oh, falsche Waffe, egal. So, jetzt schnell rüber und weg mit dem Typ. Ja, behalt's bei dir. So, jetzt müssten wir alle haben. Sehr schön. Ach ja, der seltsame Kinderlure. So, jetzt können wir hier ein bisschen einkaufen. Wo ist denn der? Boah, wie ich sowas hasse wieder. Ha! Alter, schieb mich nicht! Ja, ganz viel Loch, genau. So, cool. Amana-Stab, wir haben den einfach mal in den Abgrund runtergedrängt. So machen sie Profis. So, wie komme ich da nochmal dran? Da war außenrum Torkel, ne? Ja. Schiebt mich das Phantom hier einfach in den Abgrund. So. Och, komm. Hau ab. Ey, ich schieb dich ins... Okay, ich komme hier auch rum. Gut. So, dann haben wir hier nochmal zwei Items und dann sind wir auch hier durch. Oh, glitzernd ist. Sehr schön. Oh, hast es dann. Sehr gut. Cool. Dann schauen wir mal. Ja, stimmt, der NPC und dann haben. Achso. Oh. So. Sieht aus wie eine Kiste. Ich glaube, hier war keine mehr, oder? Nee, nix mehr. Sehr gut. Dann runter hier. Mal kurz mit der da quatschen oder antatschen. Aha. Der Gesang kommt wohl da. Jeder kann ahnen, was hier kommt. So, und zwar... Nö, 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 nö. Diesmal nicht. Den Mama Blatt. Boss-Time in Dark Souls 2. Wir ziehen in den Kampf gegen... Sanges-Dämonin. Genau so stellt man sich eine Sanges-Dämonin ja auch vor. So, Klappe runter. Boss-Time, genau, Blattrix. Ich hab's diesmal nicht vergessen. Komm, mach deine... Äppa! Kacke! Das meinte ich damit nett. Deshalb habe ich auch meistens noch den Bogen draußen. Er geht noch, oder? Ah. Also Sanges-Dämonin ist einer der... Ja, cool. Einfach mal mein NPC gegrillt. Hopp, Quagi. Dann so. Ja, hopp, lass dich nach vorne kippen. Drei Treffer lang immer. Komm, lass dich nach vorne kippen. Schön ins Nasenloch rein. So muss das sein. Hopp. Bock, 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 bock.
Sehr gut. So. Faszinierend starker Gegner hier. Der tut viel für sein Überleben. Schön ins Nasenloch. Jawohl, komm. Oh. Oh mein Gott. Er ändert seine Attacke. Nö, tut er nicht, denn er ist jetzt. Oh. Och komm. Zur Sicherheit. Man weiß ja die. Wow. So. Abschuss mit Pfeil. Schnipselzahn hat wieder getroffen. Eingebetteten Schlüssel. Den können wir in der Burg benutzen. Machen wir auch demnächst gleich. So, Baris. Ich weiß genau, was du meinst für eine Truhe. Die holen wir uns dann auch gleich. Alle? Abschuss bestätigt, jawohl. So, dann machen wir erstmal den da weg. So, steh auf. So. Muss ich gucken. Ja, Ventrick muss ich sowieso töten, weil ich ja die Dings möchte. Die Trophäe, die habe ich noch nicht. Boah. Alter, du Kackfrosch. Oh. Knappe Kiste. Kurz vor der Versteinerung hier. Magiepfeil. Das war aber... War aber nicht die Kiste, die du meintest. Hier kann ich einen Duftzweig benutzen, das weiß ich. Bin ich Depp? Wow, das ist wieder eng hier. Sag mal, bin ich zufälligerweise an der Kiste, an der Truhe von dem Katana schon vorbei vom Menschentöter? Hä? Da ist ja nix. Das war die einzige Truhe, die ich noch im Kopf hatte hier jetzt gerade. Naja, wir könnten auf jeden Fall mal das Bonfire hier freischalten. Also ich meine, wir müssen noch so ein Duftdings haben, jawohl. Ah. Du darfst aber eins nicht vergessen, ich spiele die Scholar of the Sins Version. Da haben sie einiges geändert. Also gerade was Footpositionen angeht. So. Bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal den eingebetteten Schlüssel benutzen. Oh, sehr schön. Läuft ja gut bis jetzt. So. Fahrstuhl ist hoffentlich unten. Jawohl. Ah. Aber ich glaube, ich benutze einen Knochen für die Rückfahrt, weil das ist ja ewig sonst. Aber wenigstens habe ich es auf dem ersten Anhieb, also mit einmal Sterben, geschafft, den scheiß Schrein zu machen. Das war was, was ich so hasse. Jetzt kommen nur noch relativ nette Gebiete. Hä, wie? Ja klar, da ist ja hier Ende Gelände dann unten. So, hier. Eine Hommage scheinbar an Kingdom Hearts, so vom Schlüssel her. So, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. So. Tudum. Ring des Todes. Oh, shit. Ich wollte keine Geste machen.
Ich wollte nämlich den hier machen. So, weil es geht dreimal schneller als mit dem Kack-Fahrstuhl da nochmal runter zu eiern. Da bin ich ja 12 Jahre unterwegs. Wollen wir auch nicht. Lo, 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 lo. So, gut. Ah ja, Bonfeuer, weiter geht's. Und zwar beim letzten. Jetzt können wir hier noch ein Stück weiter. Jupp, bis 9, vielleicht sogar bis 9:30, aber mal gucken, wie ich fit bin und wie mein Rücken noch mitspielt hier. So, dann gucken wir mal, was wir da oben noch haben. So, die Tür. Boah, die war offen, wenn ich nicht menschlich bin, glaube ich. Oder so. Hülle, genau. Versucht Hülle. Versuchen wir es doch mal. Ist jetzt nicht wahr, da willst du dich einmal umbringen. Ja, komm. Aber doch nicht durch Frösche. Dann doch lieber so. Ups. Ach, Mist. Jetzt hab ich den Abgrund nicht gesehen. Ach, scheiße. Klang auch nicht gewollt. Ja, ist faszinierend, oder? Da willst du dich einmal wirklich umbringen und dann kannst du nicht mal sterben in dem Spiel. So. Mhm. So. Open the door. Please. Hopp. Hallo. Hier zu deinem Troll der Kaiser, ne? So, dann nehmen wir gleich 2, dann ist die Chose hier auch vorbei. So, und dann Vorsicht vor Pyromantie, denn die Pyromantie ist, wer hätte es gedacht, ein Finstergeist. Ein ziemlich mieser. Also, ja, ob es ein Finstergeist ist, würde ich jetzt so gar nicht behaupten wollen. Er ist zumindest genauso agil wie so einer. Wieder einer weniger. So. Jetzt sind wir hier bei der Schreintante. Ich glaube, die heilen kostenfrei Hülle. So, jetzt haben wir alles. So, wo ging es hier nochmal hin? Sehen wir gleich. Ja. Ist doch noch so einer. Okay, Mister hat zu viel Pyromantie, hä? Vergiss es. Nochmal mach ich den Spaß hier nicht mit. Oh, jetzt sind wir agil, hä? Nein. Nein. Wow. Guckt euch an. So, was? Hier musst du links gleich gucken. Da ist die Kiste, Jetzt drück ich nochmal Viereck. Oh Gott. Feuersamen. Kiste, hier unten draußen oder was? Alter, wie viele sind es denn? Ja.
Ah, dann war das die Kiste mit dem Menschentöter wahrscheinlich. Dem geht's zu gut. Ja, ja, komm. Alter, ernsthaft. Gar nicht so ohne die Knilche hier. Ja, stimmt, die war dann hier so irgendwo, ne? Nö. Doch, da, genau. Und da müsste der Menschentöter drin sein. Ich war doch nicht so gut. Menschentöter, genau, yes. Gefunden und confirmed. Ne, war keiner. Sobald vor einer Kiste eine Botschaft ist, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ah ja, stimmt, ein Asketen. Ja, Blattrix, ich bin halt nicht mehr der Jüngste, die Augen machen da auch nicht mehr lange mit. So, und das war's aber hier, ne? Das war nur Menschentöter und ein Asketen. Gucken wir uns doch gerne mal das Teil an. Da ist er. Wow. Das Ding ist ja gar nicht mal so ohne. Was hat denn das für ein Schaden? Das hat Gift, ne? Mhm, das hat Gift drin. Und 153. Und was hat mein aktuelles? Ja, okay, das ist schon ein bisschen. Locker packen wir das Bares. Das schaffen wir heute. Also ist zumindest mal geplant. Falls ihr morgen Zeit habt, morgen streame ich auch nochmal. Weil meine Frau da die Katzenberger im TV guckt. Da habe ich nochmal Freigang gekriegt. Dann siehst du wieder sowas. Nicht, ja. So, dann sind wir ja jetzt relativ gut durchgekommen hier in dem Kack. So, ich zeige euch dann auch vielleicht sogar heute noch, wenn wir es hinkriegen, meinen coolen Seelenfarm-Trick. So. Also was heißt Trick? Das ist legitim. Du brauchst ein paar Asketenleuchtfeuer. Also brauchst du zumindest mal eins. Das langt schon. So lustig, dass das trifft. Oh. Guck an, da kennt sich jemand gut aus. Genau richtig, ja. Asketenleuchtfeuer. Ich musste eins einsetzen, um ihn wieder zu beschwören. Bei ihm ist immer ein Asketenleuchtfeuer. Das heißt, du gehst niemals out auf Asketen. Von daher ist das ein relativ chilliger Trick, um schnell an viele, viele Seelen zu kommen. Weil er halt einfach so ab NG plus 7 ja eh nicht mehr stärker wird. Und dann relativ viel Seelen droppt. Und wenn man halt den NPC mitnimmt und vielleicht mit ein paar Pfeilen und Zaubern hingeht, ist der relativ easy. Mhm. Stimmt ja. Wenn du das erste Mal ihn machst, brauchst du ja noch keinen Asketen. Hast du recht, Bares. Stimmt ja. So. Cool. Jetzt sind wir in der Krypta. Gruft der Untoten. Ups. Hopp, mach hin. Hopp, 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 hopp. Wir haben doch keine Zeit hier. Bla, 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 bla. Und das letzte Mal kommst du im Drachenhorst auf. Nein. Das ist eh Pumps, was man da macht. Kann ich jetzt anzünden? Dankeschön. So. Hinsitzen brauchen wir ja nicht. Wir sind ja noch voll. Scheiße. War hier nicht die Kiste? Kisten? Oder war hier Kiste? Kisten? Ah, hier war Loot looten.
schimmernder Lebensschwein. Das klingt natürlich auch cool. Ein schimmerndes Lebensschwein. Wer kennt es nicht? So. Gruft, gruften. Echt nicht, Bladrix? Alter. Hallo. Kreis, Rollen und so. Yay, wir sind weit gekommen in der Gruft. Boah, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Nächster 3. Ja, da will ja hier sowieso seine Darkness. Oh. Wie er noch trifft, ne? Oh, Ende Gelände. Der Herr. Da, stopp. Mm-mm. Zwar macht ihr nicht viel Schaden, aber ihr nervt sonst. Ja, der hat so zwei Havelschilder vorne, so kommt es einem zumindest vor. Können wir hier reingehen. Weil vorher macht es halt keinen Spaß. Besonders wenn dann halt noch der Finstergeist kommt. Weil hier einfach viel zu viele Gegner wieder rumeiern. So. Ein Magiestein. Und irgendwie doch kein Finstergeist. Ich war stark der Meinung, hier wäre ein Finstergeist. Produce light. Light. No death. Da ist nichts gut. So, wir dürfen hier kein Licht machen, sonst rastet der aus und schickt hier seine 2-3 Idioten auf uns los. Ich meine, Blatt machen kann man den auf jeden Fall, wenn man Bock hat, aber man kann auch ein bisschen mit dem handeln. Ich glaube sogar eine Geste von ihm lernen. Did you do many but that? Display. Ups. Geste lernen, genau, Gnade hat er. Der hat hier den Gegenangriff bei erlittenem Schaden plus 1. Dann hat er hier Zauber, die wir brauchen. Und der verkauft nämlich Menschenbilder gar nicht so schlecht. So, und... Ja, okay, so viel müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Ja, wobei eigentlich, ne? Machen wir hier 80 davon. So. Ja, ja, wir mieten uns again, genau. Jetzt haben wir ein bisschen Pfeilchen gekauft, Finsternispfeilchen. So. Ja, jetzt war hier
Licht machen. Genau, war hier der Sprung? Ne, ich glaube da drüben war der Sprung, der kürzere. Genau. Einmal, zweimal für Einfachspinselgewürz. So, und das hier ist richtig mies. Komm, 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 komm. Jedes Mal. Du kriegst halt immer eine ab von dem Penner. So, und dann haben wir hier. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, was hier drin war. Geborstener roter Augapfel und mal wieder ein Samen des Feuers. So. Wie viele Schmetterlingchen haben wir denn? Was sind sie denn? Da. Och Gott, 28, da kann man mal 2, 3 nutzen. So. Licht anmachen für böse Geister rufen. So. Den haben wir weg. Ja, jetzt ist die Frage nochmal, wo hier der niedrigste Sprung nach unten war. Ich glaube hier. Ja. Da drin ist wieder so ein doppelt beschildeter Vollpfosten. Und hier haben wir Licht anmachen. Das ist echt cool gemacht hier. Zack, zack. Und schon haben wir überall Licht. Wo Licht aufleuchtet, erheben sich Schatten. Ich wollte gerade sagen. Wow! Nein, nicht mit mir, Kollege. Das war knapp. Aber dafür bin ich ja bekannt hier. So. Und jetzt war hier noch der Riesenhampelmann. Ja, ist in Ordnung. So, und der hinterlässt einen Autoritätszettel. Yay, wenn wir den anziehen, haben wir Autorität. So, und ein Seelengefäß. Yes. Die sind dafür da, um unsere ausgegebenen Punkte hier wieder neu zu verteilen. So, dann haben wir hier nochmal Seele eines Helden. Und ja, die kaputte Leiter zum Bonfire. Tudum. Ah. Sitzen. So, Fackel brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So. Ah. Hier muss man. Hier muss man gucken, dass man vielleicht, wenn es geht, die Bimmel nicht erwischt. Die Bimmel nicht erwischen. Einfach backsteppen aus dem Nix. Hier trollte Kaiser for the win oder was hier? Alter, ernsthaft. Es wird gleich zu meinem Lieblingshassgebiet, wenn es so weitergeht hier. So, achso, ja, da war. Können wir mal die Labelwand schnell wegmachen, dann ist sie weg. Das war die, die wir von außen gesehen haben. Ja, ich krieg sie wie. Hey, wo kommst du her? Oh nein. Ist jetzt nicht wahr, oder? Oh, du Arsch. Thank you.
kein Kommentar. Läuft ja wieder gut. So, jetzt bleiben wir mal unter, das ist mir jetzt gerade Latte. Ernsthaft. Das war unabsichtlich. Ja, ich will meine Seelen jetzt nicht verlieren. So, das alles nur, weil ich so eine blöde Nebelwand aufmachen wollte. So, ist der noch draußen? Da. Unten ist er. Du Arsch. Ja, Troll again and again and again and again. Ja, komm runter auf. Dann bist du nämlich Geschichte, Kollege. Jetzt können wir aber. So, und wieder ein Estus-Esten. So, jetzt können wir uns mal da durchboxen schnell. Der Vorteil ist, wir müssen ja nicht weit gehen hier. Ah, jetzt weiß ich, warum ich da hinten in die Ecke wollte. Da war ja noch was. Hier lang. Weil jede Glocke, die wir in Ruhe lassen, ist eine Glocke mehr. Wo nicht so einer rauskommt. So, Ende. So, mal kurz ein Estus. Weil wir müssen hier mal hoch. Habt ihr ja eine Wahl. Ich weiß nicht, sehr fair, wer gerade die Leiter runterkommt, aber echt egal. So. Die ist Geschichte. Gut, sie wird sonst nur von oben nerven. Glitzerndes Tetanid, Asketenleuchtfeuer und getrocknete Finger. Oh shit. So, Knöchelring plus 2. So, dann haben wir hier noch irgendwas, aber ich würde behaupten, das ist eh nichts Gutes, oder? Sehr gut, komm gleich runter, perfekt. Sehr nett von dir. Skeptiker-Gewürz und wieder einen roten weg. Nein, oder? Amas dann. So, du gehst mir eh jetzt erstmal nicht auf den Ke- Ah, die Kacke hier. Okay, hier ist einer in der. Ah, stopp. Wo ist er? Da. So. Der nervt mich richtig böse hier. Also mich zumindest. Ja. Yeah. Oh cool. Eindringling. So, jetzt müssen wir die suchen, genau. Menschenbild. Ich glaube, hier war noch einer. Nein. Weil hier war irgendwo eine Wand, wo du wegdrücken konntest hier. Genau. Hier mit zwei Händen aus der Wand kommen, so hat man es gerne. Oh, oh, oh. Sehr gut. Keine Mimik, sehr, sehr gut. Oh, da läuft's doch jetzt ein bisschen besser. Schwerer Bolzen und die Evelyn, die Armbrust.
So, und jetzt kommen doch die zwei dicken Schilder auf einem Flur, ja. Ja, dachte ich, komm noch dran vorbei. So. Die zwei müssen weg. Irgendwie. Mal gucken. Ich wollte gerade sagen, hallo. Oh. Oh cool, wie ich hier ausgewichen bin, hä? Ja, der macht dicht, ne? Einer kommt durch. Habt ihr das gesehen? Das war Clinch Tana wieder. Wie hab ich das gemacht? Ich hab ja nicht mal einen Kratzer gekriegt von den zwei. Oh, jetzt kommt die Kacke hier. Okay, hier müssen wir ganz schnell sein. Weil ich mag die gar nicht hier. So. Hier gibt's nur einen Weg raus. Oh, scheiße. Okay. Ja, hier ist der Ausgang. Trink. Aber hier liegt halt noch was unten. Yes, yes, yes. So, jetzt haben wir sie alle. Ich weiß aber nicht in welchem Gang, in irgendeinem. Ah, Nerven. Liegt noch was. Und zwar hier. Genau. Drachenamulett und eine große Seele. Oh, scheiße. Schon wieder hier raus ohne Schaden. Einfach mal ignorieren, dass wir keinen Schaden kassieren, soll mir recht sein. Ich bin damit glücklich und kann damit leben. Jetzt haben wir schon mal den Shortcut offen. Nein, 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 nein. Whatever. So, Kiste, Kisten. Und wir sind schon fast fertig mit der Gruft. Magiestein und Mitternachtstein. So. Weil unser Schwert schon so ziemlich am Bröckeln ist, gehen wir nochmal zum Bonfire. Ist ja hier gleich. So, die Steine bleiben ja kaputt. Sitzen, reisen, fernes Land. Wir wollen nochmal Level ausgeben gehen hier. Hab ich getan. Hab ich getan hier. Bladrix. So. Was sagt unsere Seelenbank? Unsere Seelenbank. Ach du heilige Scheiße. 20. Boah, was geht denn jetzt? Achtung, Achtung. 70.000. Okay, wir haben Seelen gesammelt. Die wollen wir jetzt auch loswerden. Und bam. Und bam. Alter. Da hat der Kaiser wieder gesammelt. Guten.
lass es dir schmecken. Seit wann gibt's einen Döner-Lieferdienst? Und gibt's sowas bei mir nicht? Das war wieder knapp. Beinahe was gekauft. So. Ach, guck an. Das wollte mich jetzt sowieso interessieren hier. Das ist der Menschentöter, oder? Ja. Ja, ein Glitzer, das ist, war mir fast klar. Oh, fickt euch, Leute, ohne Scheiß. Ich hab voll den Hunger. So, Dragon Lake noch eins hoch. Jetzt haben wir noch drei glitzernde und die können wir investieren in unsere Rüstung. Wo ist er denn? Hallo? Da. Die kosten drei. Die kosten eins. So. Ja, ja. Bla 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 bla, wenn du es wieder zurückschaffst. So. Wo sind sie denn, die Dinger? Wow, da gehe ich ja richtig hoch. Echt noch gar nichts. Ich habe ja wenigstens heute schon mal zwei Hamburger gegessen. So. Hast du jetzt noch was für mich? An Zaubers? Nee, bei dir habe ich alles gekauft. Nur drei Asketen. Be safe. Bisschen Ringe hast du. So, von den anderen Pyro-Fuzzis ist ja noch keiner da. War mir überall zu schlecht. Die ist noch da. Auch das haben wir alles gehabt. Was hatten die hier? Titanscheibe, große Giftstempel. So ein Blutungsstein nehme ich mir mal mit. Ah, das geht nur bei MacDuff, ne? Ah, ich weiß noch, wo wir noch Zauber kaufen müssen, bevor wir sie umbringen. Bei unserer Rondell-Tante da. Die bald eh das Zeitliche segnen wird. Was sind die hier? Erhöht Wille. Nein. Eins. Ja. Ah, ich sehe gerade Besitz. Sollte ich vielleicht auch mal drüber gucken. So, jetzt haben wir alles von ihr, ne? Jawohl. May the power of miracles be with you. So. Ja, ja, Klappe. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich weiß nicht, ob ich es park auf Anhieb. Wo ist er denn? Der geborstene rote Augapfel. Oder geborstene Augapfel, weiß gar nicht, welcher es ist. Da, der da. So. Wollen wir mal hoffen, dass ich sie auf Anhieb pack? Die gute, weil wir dringen jetzt in ihre Welt ein und zerhauen sie. Und die hat Ultra-Energie. Und macht so einen scheiß Schaden. Plus die gute meint dauernd sich heilen zu müssen. Boah, das hat eine Range, das Scheißding. So, und jetzt fängt die an, sich fast voll zu heilen hier. Nein. Jawohl. Geschichte. Wir kriegen den Rotunde. Wahrheitsverkünder, das heißt, wir können das Ding jetzt hier von alleine drehen. Wir kriegen linderndes Sonnenlicht, den Zauber, Abbildglocke und ihr komplettes Repertoire an Klamotten. Yes! Ihr kehrt zurück in eure Welt. Man legt sich halt auch nicht mit mir an. So. Das heißt, wir können jetzt von alleine hier einfach drehen. Indem wir dran gehen und sagen, dreh dich. Cool, ne? So. Aber vorher erstmal alles von ihr kaufen, weil die ist dann wirklich weg. So, ah, stimmt ja. Jetzt sind hier ein paar Leute da. Den haben wir ja auch noch getroffen unterwegs. So, und zwar von dem brauche ich dann das Ding einmal kaufen.
Und der hat, ah genau, der hat Schlick. Für die Waffen. Und eine Geste lernen, Kniefallgeste, genau. Der kann hier Leitern aufstellen. Ja, die Seelen haben wir ja. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen was. Ja, ja, ja. So, dann haben wir noch Moklin. Ja, komm. Haben wir noch Moklin hier? Bei dem kann man nämlich auch das Repertoire, was er verkauft, vergrößern. Indem man zum Beispiel jetzt einfach mal sagt, wir kaufen bei ihm ein. So. Ups. Das haben wir alles schon im Besitz. Das haben wir zum Beispiel nicht. Weiß nicht, wie viele Seelen es sind. Also wir haben ja eh viel zu viele davon gerade. Thanks very much. So. Well, I... So, jetzt weiß ich gar nicht. Coming back. Do take a group call. Ja, gell? Bloß ich muss dann nochmal resetten, das Spiel, glaube ich, oder so. Weil jetzt hatte der ja nichts mehr im Angebot für mich. So, der Rest geht dann da vorne bei der rein und bei der Seelentante. Dann ist schon wieder Boss-Time hier angesagt. Ja, stimmt, ich muss ans Leuchtfeuer. So, dann nehmen wir die mal mit. Das brauchen wir mal noch nicht. Ah, stimmt ja. Ah, ne, das haben wir. So, bevor wir ans Leuchtfeuer uns setzen, pushen wir mal noch unsere. Wenn wir die Zauber wollen, müssen wir sowieso mal hier irgendwann da rein investieren. Ich weiß noch nicht mehr, wo rein. Intelligenz oder Wille. Weiß das jemand von euch zwei zufälligerweise auswendig? Weil den in der Bootswerft, der braucht irgendeine gewisse Anzahl und der in dem komischen dunklen Wald kommt auch erst, wenn ich eine gewisse Anzahl habe. Weil wenn wir uns verskillen, dann können wir uns gleich hier schon verskillen. Und wenn ihr das wisst, wäre das ganz nice, weil ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Wille war es, ich bin mir aber nicht sicher. Kann mir das jemand bestätigen? Was Intelligenz, gell? Boah, wir kriegen es gerade mal auf 9, Alter. Boah. Ja, nee, das muss ja dann jetzt noch nicht sein. Ja gut, dann. Pech. Wobei, Zauber kriege ich auch nicht hoch, das heißt, ich kriege immer noch keinen Slot, ne? Dann machen wir das hier. Fertig, Ende. So. Passt ja auch so. Hoppala. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Untotengraben. So. Dann Boss-Time jetzt machen. Den Mama weg. Das ist einer meiner Hassgegner hier in dem Zweier. Der ist nämlich gar nicht mal so ohne der Knilch. Tut richtig böse weh. Gott. Baris hat ja recht. Ich könnte ja zweimal bei den alten Tanten da das Seelengefäß benutzen. Einmal nur, um die Typen anzusprechen, die Sachen zu kaufen und... Ach Gott, bin ich bescheuert. Und ich habe jetzt gerade alle Seelen vertickt. Coole Sache. So. Hier ist auch so eine Scheiße. Man denkt, okay, cool. Ich habe den einzigen Penner an der Glocke weg. Erstens mal kommt hier noch einer. Aber wirklich ohne Scheiß, super Baris, da habe ich mal voll nicht dran gedacht. Jetzt treffe ich es auch noch. Oh Gott. Jetzt stehen sie da. Okay. Dann so. Ja, guck mal her. Von der mach ich mir Schaden an. So.
weggesnipert hier. Flom. Obwohl, denn das Schild oben hat der aber nicht, ne? Wow, 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 alles easy, Kollege. Ha! Ausgewichen. Was hätte man sich sparen können? Achso, du meinst hier den Zombie so wegklatschen, ja. Was war's hier, genau. So, hier haben wir wieder einen Drachenreiter. Die Finstergeist. Achso, ja, den kannst du beschwören, das weiß ich. Boah, jetzt ist aber Ende hier. Oh oh. Wow! Trink, trink. Ja, war knapp gerade. Blauflamme, yay! Und Kisten kommt jetzt gleich. Jawohl, hier waren Kisten. Boah, heute mach ich es wieder knapp. Mitternachtsstein. Auf die Truhe. Giftiges Weihwasser. Den hier meint ihr, ne? Das ist doch der Typ, mit dem ich gequatscht habe, der Grabwächter, genau. Dann haben wir Kisten, zweimal noch. Duftzweig, den nehmen wir doch gerne mit. Und den dürfen wir jetzt auch mittlerweile eine ganz schöne Menge haben, wieder. Servus. Und 4 Fackeln. Auf geht's. Wie nicht der? Da ist doch sonst keiner mehr. Wo war der? Ach, ich weiß, wo ihr meint. Den da, ne? Oder? Weil sonst wüsste ich nicht, dass hier noch einer wäre. Oder ich erinnere mich zumindest nicht an einen. Ah, cool. Dann habe ich's ja. So, dann würde ich behaupten, wir haben Boss-Time. Mal gucken, wie ich mich so gegen das Arschgesicht so schlage. Das ist auch der erste, bei dem ich mal freiwillig eine grüne Blüte mir reinziehe. So, Boss-Time. Und auch dieser wird uns hoffentlich nicht besiegen. In Dark Souls 2, auf geht's in den Kampf gegen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Weltstadt, genau, König des Aegis. Ah. Der mit seiner komischen Bimmel da.
trifft halt auch von jeder Position aus. So, jetzt Schaden! Nein! Eins zu früh gedrückt. Ich wollte kein Reparaturpulver benutzen. Ja, übertreib halt mit deiner Range hier, Mr. Glocke. Hä? Wo hast du mich jetzt noch getroffen? Das kannst du deiner Mutter erzählen, aber nicht mir. Boah, scheiße, jetzt muss man aber Gas geben. Ja, ist okay. Du triffst halt einfach, egal was passiert. Nein, ich hab hier die falsche Waffe draußen. Schade. Ich sag dir, ich hasse den. Ich krieg den nie fertig. Oh, das kann jetzt lang dauern hier. Ich hasse den Weltstadt, Alter. Frage. Ja, ich mag den überhaupt nicht, weil ich einfach im Ausweichen nicht so gut bin. Deshalb trage ich auch immer die fetten Rüstungen, weil ich das... Haha, Bladrix! Betreibt man nicht, so weit bin ich noch nicht. Mach so Typen erst gar nicht im NG Plus. So. Boah, dann geht schon wieder gut los. Echt jetzt? Echt jetzt, Kollege? Ich glaube, mein Grabwächter-Kollege macht relativ flott hier den Angriff heute.
ab jetzt ist nichts mehr mit Full Blocken. Oh, wie er einfach nochmal so langsam da wird. Wartet schon jemand auf mich? Okay, klar, meine andere Richtung weggehen. Oh Gott sei Dank, wir haben die Kacke. Servus, Wendrick. So. Wir nehmen den Königsring. Wir sehen uns später. War doch easy, ja. Ach, guck mal an. So. Ups. Dann klein mal hier den da. Oha. Oh. Ja. 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 Wir haben ihn geschafft. Oh Gott. Jetzt gönne ich mir erstmal ein Nickerchen. Gute Nacht. Nein, Quatsch. So, dann. Erstmal in Majula 2-3 Level leveln und dann gibt's tausende Türen, die wir jetzt aufkriegen. So, wir gehen mal ein bisschen in Belastung. Ach so, ja, aber jetzt habe ich meine Seele verdonnert. Ja, das können wir ja irgendwann machen. Wir laufen uns ja Gott sei Dank hier nicht weg. Sonst haben wir ja keine neuen gefunden. Ja. Irgendwas wollte ich jetzt aber noch machen. Genau, wir reisen jetzt erstmal in den Wald hier, und zwar hier hin. Kardinalsturm. Das ist die erste Tür, die wir aufkriegen. Die andere war... Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. In dem komischen Nebelwald rechts raus. Bei dem dicken, fetten, hässlichen. Da geht's dann auch weiter. Waren nur drei Türen. Wo war denn die dritte? Wo war die dritte Königstür? Ah, da unten müssen wir auch noch hin. Alles klar. Das wäre super. Dragon Lake Schloss. Dragon Lake Schloss. Was ist ein Schild rum? Ja, ich hasse es sowieso, dass ich jetzt hier jedes Mal den blöden Ring anziehen muss. Wobei ich müsste jetzt ja auch den anziehen können und... Ah, scheiße, gehe ich drüber. Wo ist er, der hässliche Ring? Ist der da? Ja. So, ausziehen. Wo ist mein Chlorantilring? Da. Ach so, ja, zum Bossraum brauchst du dann. Stimmt ja. Oder? Ja, genau. So, jetzt haben wir hier erstmal unser fehlendes Bonfire. Hier müssten wir jetzt von einem Finstergeist invaded werden. Und hier können wir später, wenn wir die Seele von dem... Uah. Genau, ja. So, aber was wir hier machen können, und deshalb bin ich auch hierhin, ist mir recht wichtig. Glitzer-Titanit zweimal und ein Duftzweig. Das Zeug wollte ich haben.
So, da unten ist jetzt irgendwie nichts Sinnvolles, glaube ich. So. Aber was wir machen können, ist hier runterjumpen. Ja, ja, Wurfmesser. So. Hülleninfanterie. Irgendwo ging es wieder hoch. Weg mit ihr. Weil wir müssen uns noch fürs DLC, das kennt ihr ja wahrscheinlich nicht, noch den anderen Zugang holen. Weil es gibt ja drei DLC-Gebiete und alle haben einen eigenen, ich sag mal, habe ich da hier gar nichts geholt? Schlüssel. Scheiße, ich habe hier gar nichts geholt bis jetzt. Hab ich die Kiste vergessen? Ja, du kommst auch so hoch. So. Und hier gibt's noch ein Langschwertfeuer. Und eine Seele eines stolzen Ritters. So, nee, aber irgendwo konntest du hier raus. Ah, das hier leider. Weil wir müssen hier hinten zu den Feuersalamandern. Da liegt nämlich einer der Schlüssel fürs DLC. Die anderen zwei können wir ja leider mal schnell gucken. Müsste ich haben. Ja, wir haben hier einmal die Drachenklaue für durch ein unbekanntes Land und die gefrorene Blume. Und dann haben wir auch alle drei DLC-Zugänge, zu denen wir übrigens auch jetzt schon gehen könnten, aber mit meinem aktuellen Level machen die keinen Spaß. Die DLCs ziehen extrem an, was die Stärke von den Gegnern angeht und ganz. Oh. Ja, am Anfang. Habe ich aber vergessen. Wie immer. So. Einmal hier kurz sitzen. Und jetzt kommt die größte Kacke. So, wir müssen die austauschen gegen die Finsternispfeile, weil die machen noch gut Schaden auf die Viecher. So. Ja, gell? Es ist immer cool, nochmal am Anfang zurückzugehen, wenn die keinen Schaden mehr machen. So, ich glaube, hier irgendwo war die Stelle, wo ich runterspringen konnte, oder? Da konnte man auf so einen kleinen Absatz fallen. Oder wo war denn das? Nee, hier nicht. Das ist außerhalb von der Karte. Von irgendwo konnte ich... Ach ja, Quatsch, da hinten. Das muss man halt auch erstmal wissen. Vergesst Katana. Stimmt, so hat mich noch keiner genannt. Wo war das dann hier? Ja, hier kann ich auf den Scheiterhaufen da springen und überlebt es gerade so, besonders mit dem Katzenring. So, aber wenn wir das vorher nicht ein bisschen aufklären, da unten haben wir ein Problem. Ja, bald ein Spuk über dir. Weil hier da unten zu bekämpfen ist richtig uncool. So, das ist der eine. Weiß nicht, ob ich nochmal zu dem anderen komme. So, dann erstmal Kätzchenring. So, Kätzchenring raus. Kloring an. Sehe ich den? Nee, ich sehe den nicht von hier aus. Scheiße. Da hinten ist noch eine Truhe. Boah, geil. Der bewegt sich nicht. Sehr gut. Weil unten kommt noch genug von den Feuersalamandern. Yeah. Deshalb nehme ich immer gern bei dem anderen Finsternispfeile mit, weil die tun richtig gut auf die. Weil Feuerpfeile können wir uns getrost abschminken hier. So. Jetzt liegen hier natürlich eine Menge cooler Items. Weil an die kommen wir ja vorher noch nicht ran. Hä, hey, wieso Cheater? Dann haben wir noch ein Kistchen. Kiste.
Blut looten. Flammenquarzring plus 1. Den könnten wir jetzt theoretisch gleich hier anziehen, um uns ein bisschen Schaden zu ersparen. Wollen wir aber nicht. Ich wusste nicht, dass ich den da oben keinen Schaden mache. Wo ist der andere? Da. Also, dass er mich dann ignoriert. Also ich meine, wir machen denen schon guten Schaden. Aber die machen uns dann auch nicht gerade unerheblichen Schaden. Hast du es dann? Ja, ist mir egal, dann halt so. So. Und hier ist eins der Items, nämlich der Schlüssel. Dass er mich hier einfach schieben kann. Oh, das war sogar noch mit Schild teilweise geblockt. Jawohl. Den Bereich haben wir. So, und das war auch der Nette, der uns eben... Genau, schwerer Eisenschlüssel, das ist der Schlüssel dafür. Das war auch der, den wir gerade von der anderen Seite aus dem Gitter haben spucken sehen. Einen geborstenen roten Augapfel entnehmen wir den noch hier. Und ich glaube, dann war hier nur noch die Tür, genau. Genau, und dafür haben wir den Eisenschlüssel nämlich geholt. Wir hätten auch hier durchgehen können, stimmt. Wo kommt der daher? Ach, der ist von oben runtergeflossen. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass ich den Fahrstuhl runtergefahren habe, aber er ist halt unten. Cool. Ach ja, wunderbar. Okay. Kann man den nochmal so zum Wedeln bringen, bitte? Schade. Sah aber auch ganz gut aus eben. Ist er weg. Da wirst du verarscht in dem Spiel. Von vorne bis hinten, von der Mitte, von draußen, von drin. Überall. So, dann geht's jetzt noch hier weiter. Falsche, aber okay. Mir ist nämlich noch was eingefallen, was wir hier noch machen können. Wenn ich jetzt so gehe, haben wir noch eine Kiste, die wir kisten können. Wenn wir ein Duftzeug haben. Kein Stressbares, ich bin noch da. Weil der da meint ja da vorne dran rum zu oxidieren. Ich hab nämlich keine Ahnung, was in der Kiste war. Öffnen. Kiste, Kisten! Reparatur, Blutungsserum und Menschen. So, jetzt haben wir hinten haben wir den Weg offen, das haben wir offen. Da haben wir die Ding benutzt und da hinten ist zwar noch eine Statue, aber die bringt nichts, wenn wir sie machen. Sehr schön. Hey cool, wir haben hier jetzt auch die Duftzweige benutzt dafür. Und da drüben die Statue muss ich ja nicht machen, weil wir da von der anderen Seite ja schon hingegangen sind. Das ist ja cool. Ayo. Am Leuchtfeuer ausrasten. So, jetzt müssen wir. Da wollte ich eigentlich hin. Krass, Blatrix, wir haben hier 140 Nachrichten im Chat. Das ist ein neuer großer Erfolg. Cool, danke euch zwei. Gucken, ob der Daniel heute noch vorbeikommt. So, links oder rechts? Links ist DLC, da ist... Ah ja, geradeaus was. Ja, da sehe ich schon die hässlichen kleinen Dinger.
rechts. Rechts stimmt doch nicht. Achso, oh. Schon mal, ach komm an. Ziehen wir ihn schon mal an. Der Königsring. Cool, da haben wir ja in 2 Stunden eine Menge schon geschafft. Wir haben hier einen Boss nach dem anderen weggebügelt. Angefangen allein mit dem Super. Kein Mampfkampf. Bäh! Guck ich einmal nicht nach vorne. Steht er auf einmal so. Schnitzelritter. Ah, cool, das Ding geht auf. So, Chloring. Ja, mach ihn auf. Aldias Festung. Auch ein ganz cooles Gebiet mit den ekligen Scheißratten am Anfang. Und Dragon Lake Castle. Habe ich vorher ja noch angefangen. Da habe ich ja auch noch den Spiegelritter geklatscht. So. Einfach mal reinschießen, man wird immer was treffen. Ey, ernsthaft. Haben wir alle, weil die machen nämlich Giftschaden und das mag. Ey, Steinschaden. Hier, Versteinerung, jetzt hab ich's. So. So, an der bin ich schon ein paar Mal gestorben damals. Wenn du da nicht mit rechnest, ist die echt mies. So. Und hier können wir jetzt. Hier hätten wir unser Quest von Dings beenden können. Wo habe ich Lucatil verpasst? Ich habe Lucatil in der Werft getroffen, ich habe Lucatil im hier verlorene Festung getroffen, ich habe Lucatil getroffen im Loch. Irdenspitze. Irdenspitze hockt die rum. Boah, Scheiße, wo war denn das? Boah. Ja, ich hab die schon durchgebracht. Scheiße, wo war die denn nochmal? Die ist auf der Erdenspitze noch irgendwo. In irgendeinem blöden Scheißgang. Boah, wo war denn das? Boah, Kacke. Das ist noch nicht ganz oben. Ich hab ja sowieso was vergessen bei der Erdenspitze, fällt mir jetzt gerade ein. Boah, weiß es jemand? Oh shit. Ich muss nochmal zur Erdenspitze zurück. Oh, oh, oh. Da habe ich Lucatil vergessen und ich habe unten den Ring vergessen. War es zweites Bonfire? So, aber was ich trotzdem hier vergessen habe, ist. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Das ist tot, ja. Ich muss nochmal hier eins runter, weil hier kann man noch einen Ring mitnehmen. Den habe ich nicht geholt. Weil ich oben ja den Saft abgestellt habe. Aber dann hier unten was vergessen habe. Ey, jedes Mal. Hängt's bei dir? Hat
doch nicht mal alle Latten am Zaun hier. Boah, ernsthaft jetzt. Jetzt trollt mich das Spiel wieder. Genau, nämlich hier hinten habe ich es vergessen. Ja, übertreib halt. Loch mit den Latten. Reparaturpulver 2. Und hey, doch, es war das erste Feuer. Oh, Gott sei Dank, hier ist er. Den Raum habe ich nämlich nicht gemacht gehabt. So, hier war doch auch ein genau. Wo ist es denn? Genau hier. Flop. Kisten! Yay! Hier ist nämlich der Ring. Giftbissring. So. Okay, wir haben jetzt definitiv alles gehört, was sie zu quatschen hat. Hätte das nämlich jetzt fast vergessen, dass die Alte ja nochmal auf der Erdenspitze rumgammelt. Was? Die ist hier aber erst seit SOTFS. Achso, ja. Ja, die ist hier. Nur in Sins of Dingsbums hier. Aber das ist mir gerade Gott sei Dank noch eingefallen. Weil die wollte ich ja auf jeden Fall mal mitnehmen. Das passt. Das passt. Guck, und dann hockt sie auch hier. Jetzt haben wir Lucatils komplettes Zeug. So. Dann können wir jetzt hier bei Aldias Festung weitermachen. Ist gar nicht lag hier was? Nee, gell? Nur hier im Brunnen. So, dann haben wir hier natürlich mal wieder einen Finstergeist gleich. Müsste hier jetzt sofort kommen, wenn ich hier betrete. Ja, da. Spacken aus Mirar. Sieht auch so ein bisschen schon wie Lucatil aus. Ist er aber nicht. Echt? Ja, genauso wie Lucatil selbst kann ihr Bruder dann scheinbar wohl gar nichts. Sehr schön. Also, Menschenbild und Tür öffnen. So, bei ein paar Leuten scheint dieser Drache hier lebendig zu werden. Ich hatte das noch nie. Das Ding liegt immer nur tot rum. Nee, immer noch nicht. So, den größten Fehler, den man jetzt in diesem Spiel tun kann, ist den beschissenen Schalter zu betätigen. So, hier ist oft genug gesagt worden, lass die Griffel davon. So. Weil hier sitzt einer hinter einer Nebelwand. Please. So, den muss man, glaube ich, als Hülle ansprechen, wenn das Tor zu ist. Ja, aber der wird bei mir halt nie, so. So, und die Dinger muss man, glaube ich, alle anzünden, da kriegt man auch irgendwas für. Glaube ich zumindest. Wo sind die Schmetterdinger? Jap zu Hülle oder Jap zu anzünden? Ohne Anmeldung. Einfach da.
Ja, mit der Hülle, das wusste ich noch genau. Aber auch mit dem Anzünden müsstest du doch irgendwas kriegen, wenn du die komischen Dinger... Also ich habe das schon in Videos gesehen, dass dieser Drache auf einmal einfach sich so hoch baustert und dann nach dir kloppt. Das sieht irgendwie auch voll mies aus dann. Also du hast da kaum Chancen und so. Ja stimmt, du musst den Geist... Ja, jetzt weiß ich es wieder. Jedes Mal, wenn ich diese Lampen da anmache, kommt der... Der Geist hier, also der Finstergeist kommt dann. Den muss ich dann wegklopfen und dann kommt der nächste und so weiter. Und dann beim letzten kriegst du dann, glaube ich, was. So war das doch. Die lassen wir mal laufen. So. Ich glaube, du warst nicht lebendig. Nee. Sehr gut. So, verstärkte Zauberbarriere. Weg. So, die geben jetzt mittlerweile auch richtig gut Asche. Der da, glaube ich, kommt noch raus. Ja. Richtig, die Roten geben nichts und platzen halt nur. Schild, was da an der Wand hängt. Ritualband des Nordens 2, der kommt auch noch, gell? So, und der ist gleich eingebaut von uns hier. Oh, der erste, der blockt. Doch sein Tod sein. Sehr gut. Mietklingeloe, den nehme ich sau gerne mit. Einer meiner Lieblings-NPCs, wenn es darum geht. Zu blocken. Für einen Schaden abzuwenden. So. Den muss ich aber nicht machen, weil du irgendwo dran vorbeikommst, genau. Weil das ist ein verschwendeter Duftzweig. Englischen heißt er jetzt so? Okay, wusste ich gar nicht. Ich dachte, heißt da immer noch Mirror Knight. So. Oh Gott, hat der Energie. Ja, ich finde halt, dass du da halt den Duftspike dir sparen kannst, theoretisch. Weil du eh drum rumkommst und außerdem willst du den halt unbedingt machen, weil er halt EXP gibt. Ah, wusste ich nicht. So, und hier müsste jetzt auch noch irgendwo so ein Leuchter sein. Irgendwo hier. Da ist er. So, genau. Und da hinten portet er sich schon wieder rein. Boah, Gott, zieht das Teil rein. Ich liebe die NPCs. Besonders die Finstergeister. Wann halt nochmal, Kollege. Schön die Mietklinge vorne so und ich von hinten. Jawohl. Und nochmal! Das ist so geil.
Bloß ich finde, das ist einer von den ganz starken noch. So, auf Wiedersehen. Ja, stimmt, das müsste eine Mimik sein. Oh. Keine Mimik. Aber eine Falle, oder? Nee, auch keine Falle. Zwei Asketenleuchtfeuer kostenfrei für uns. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, dass wir jetzt wirklich alle von den. Ich weiß nicht, war hier noch einer vielleicht? Zum Anzünden. Müssen wir mal gucken. Weil ich weiß, dass bei dem Säureraum unten noch eine steht, aber es sind vier, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ne, andere Seite sind wir ja hochgekommen, oder? Ja, da war nix. Ja, darfst nicht vergessen, dass die hier viel geändert haben. Zwischen den zwei. Die sieht er jetzt zwischen den Versionen da. So, Klinge ist da. Perfekt. Dann nochmal hier Esten. Und was sie verkackt haben, das ist wirklich verbuggt und das meine ich ernst. Hier kann man rechts eigentlich in den Raum rein. Moment, gleich, ich zeig's gleich. Also hier gibt's irgendwo so eine Tür, wo man mit dem Schlüssel durchkommt. Oh, der klopft da. Ja, nee, ich setz mich eher ans Leuchtfeuer unten, also bringt's nichts, wenn die tot sind. So, hier. Und hier unten, im Untergeschoss, soll auf jeden Fall irgendwo die. Ja, war dahinter was? Ja. Genau. Pharos, Wahrheitsverkünder. Auf jeden Fall soll hier irgendwo ein Schlüssel noch in der Burg sein, mit der du dann diese Tür aufkriegst. Aber dieser Schlüssel existiert hier nicht. Der soll eigentlich da unten drin sein. Also hier ist ja Bonfire. Bei den Hunden hier drin und der ist halt nicht drin. Und hier haben wir auch nochmal Pocke. Jetzt hat er aber ein Schwert. Und das weiß er auch zu nutzen. Aber genauso wie er weiß ich auch noch, wie man meins benutzt. So, schön auf die 12 hier. Mach mal was, Mietlinge. Wieso habe ich dich denn gemietet? So können wir das Zeug hier gefahrlos einsammeln. Rost über eine große Seele. Göttlicher Segen. Und hier sollte, also nicht bei der Nachricht, sondern bei dem Schädel sollte der Schlüssel liegen. Und hier haben wir nochmal Seelengeisier und fossilen Drachen. Das war's. Hier fehlt einfach der Schlüssel. So, Chlorantilring. Königlicher Soldatenring. Ring der Klingen und Hartstahl plus 1 hatten wir an. Dann hatten wir Dragon Lake, Schwert, unseren 10er Bogen und hier hatten wir das Dragon Lake Schild.
So, da war es die Kapuze. Da war es die Havelrüstung. Da weiß ich noch nicht, da waren es die Havelgamaschen. Ich glaube, die Narrenhandschuhe waren es doch, oder? Okay, ja. So, dann haben wir hier Bonfire. Ach so, ja, weil die Mietklinge dabei ist. Ne, ich muss hier ja den Typ. Ich muss sitzen. So. Also heißt es wieder auf Wiedersehen, Mietklinge. So. So, jetzt nochmal. Ne, ich glaube die. Ach, ich habe die falsche Kapuze auf, glaube ich. Aber wir können mal gucken, ob ich jetzt Havel. Ja, ja, ist so knapp. Ah. Aber wir können einfach hier ein Stück runtergehen. Und schon haben wir schon Havels Helm auf. Juhu! Wir können uns hier hinsetzen. So. Und wie gesagt, der Schlüssel fehlt jetzt halt einfach. Das ist dumm, weil wir den irgendwie hier für die Tür bräuchten. Aber er existiert halt einfach nicht. Weil hier ist verschlossen. Und die bleibt auch verschlossen. Da ist die andere, genau. Ja, ein Stück näher. So. Und das hier ist der letzte. Nämlich genau zweimal Sensenmann und zweimal müssen wir den da machen. Ja, genau. Havel versus der Chandra. Das wäre doch. Ach komm, mach hin. Das wäre doch mal cool. So, und Ende. Oh. Dann halt so. Jetzt müssen wir was dafür kriegen. Ganz ruhig sein, einfach drum rumlaufen. Hier geht's noch durch, genau. So, hier geht's runter in die Siffe. Auch hier ist nirgendwo der Schlüssel. Das ist halt voll mies. So, Platrix, tust du mir mal einen Gefallen? Guckst du mal nach diesen vier Fackeln hier? Ich weiß es echt nicht mehr. So, und auch hier verschlossen. Hier haben wir wieder zwei Idioten, die meinen, sie müssten uns alles aufsprengen. So, dann machen wir mal hier den da. Und dann entledigen wir uns erstmal von denen. Ja, wollte gerade sagen, die gehen nämlich hier nicht raus. So, derzeit kann mich Blatrix, wenn er so lieb ist, mal kurz gucken, ob er dazu was findet. Ich bin der Meinung, du musst auf jeden Fall die ganzen Phantome auf einmal ziehen. Also hintereinander.
Hier müsste eigentlich auch ein finsterer Geist kommen. Hat er da gerade ein Stück Wand zerkloppt? Morgen, morgen war es. Die Uhrzeit kann ich ja noch nicht genau sagen, weil ich einfach nicht weiß, wann morgen das Katzenberger Kackdienstag läuft. Aber du kannst dich so von der Uhrzeit einrichten. Beziehungsweise zur Not guckst du einfach mal später oder morgen auf meinen Stream. Da siehst du dann. Der hat hier die Tür zerkloppt. Okay. Da siehst du dann meinen. Ich schreibe die Uhrzeit dann rein worden. Also vier Lampen. Wichtig oder so. Also, ich meine, es waren nur vier Stück. Ein Knochenschild. Ah, guck mal. Bin ich wieder blöd. Habe ich ja den Wahrheitsverkünder hier voll vergessen. Können wir ja mal Lampen anmachen. Da ist eine Mimik oben drin. Die habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt. Seit wann ist da oben eine Mimik drin? Ja, ich finde hier jetzt keine Lampe mehr dann. Weil hier unten haben wir. Ah, cool. Leer. Lampe haben wir. Da geht's eh nicht hinten dran weiter. Hä, wie krieg ich denn die auf? Irgendwie bin ich gerade voll verwirrt. Hier sind Türen mit Schlössern, für die ich auf jeden Fall mal keinen Schlüssel habe. Da kann ich noch blätten. Ich bin gerade völlig verwirrt. Kannst du den mal kaputt schlagen? Kann er ja wirklich. Kann er den mal kaputt schlagen, bitte? Scheiße! Shit. Gut verkackt, gut verkackt. Das habe ich gut verkackt. Da wollte ich die Frösche schnell wegmachen. Was war das? So, menschlich sind wir wieder. So, mal kurz gucken, ob die Dinger noch brennen. Ja. Jo, Baris, bis morgen. Danke fürs Einschalten. Schönen Abend dir noch. Okay, viel Spaß dabei und gute Zuschauer. So.
So, ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass hier irgendwie ein Schlüssel drin ist und ich so den einfach nicht gefunden habe. Dann gib mir mal die Dinger her. Bis zum nächsten Mal erkundige ich mich, ob ich irgendwo so eine komische Lampe vergessen habe. So, dann machen wir mal Postzeit. Bitteschön, hat Spaß gemacht mit dir zu quatschen. Bis morgen dann. So, und dann machen wir hier nochmal hier für heute. Nein, 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 diesmal nicht. Danke dir auch. Boss Time in Dark Souls 2, wir ziehen in den Kampf gegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Vieh hieß. Wächtertrache. So. Ich weiß, welchen du meinst. Ah, shit. Kackvieh. Komm runter. Mit dem muss ich ja Spaß haben. Au. Bei dem habe ich am Anfang gedacht, ich muss unbedingt mit Lock-On spielen. Das ist das Dümmste, was bei dem machen kann. Besonders, weil er eh nichts kann. Voll easy eigentlich. Zeit kosten hier. Jetzt aber. So, auf den Fuß. Ja klar. Den musstest du jetzt noch. Jetzt ist er weg. Wo ist Ausgang? Da ist Ausgang. Wir haben sie. War ja klar. Oder besser gesagt, war zu erwarten. Nicht der Seele. So. Hey, 202 Nachrichten im Stream. Sehr geil. Genau, praise the sun. So. Nein! Ich hoffe, das war nichts Wichtiges. Schade. Ah, ich hoffe, es war nichts Wichtiges da. And then brace the sun, genau. Brace the sun and then brace the sun. Und nicht zu vergessen, brace the sun. Und sun the brace. Und the brace sun. So, jetzt mal im Drachenwort, ne? Können wir noch drei genauso lustige Drachen wegklatschen wie den eben. So. Ausgang? Ah, da. Embrace the Moon, genau. Genau, wir sind beim Drachenhorst. Da wohnt auch Drachen Peter. Drachen Markus. So. Hallo. So, alte Feder. Sehr gut, jetzt können wir umsonst warpen. So, dann auf darüber zum Leuchtfeuer. Dutz für Dutzgerät. Sitzen. 100.000 Seelen sehe ich ja jetzt gerade. Der hat 40.000 gegeben, der gute Mann. Schönes Ding, schönes Ding. Ah, sehr geil. Da haben wir ja wieder ein bisschen was gepackt heute. So, da ist er. Yo, Baris, bis morgen. So, dann. Was machen wir?
36. Ja, machen wir 2x 37. Klingt doch gut, oder? So, dann haben wir jetzt bis zum Drachenhort geschafft. Checken wir jetzt nochmal kurz alles. Ah, jawohl, jawohl, jawohl. 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 So. Nach dem Drachenhort sind das dann die DLC-Gebiete. Genau. Wir haben jetzt alle normalen Gebiete, ne? Das sind die DLCs. Yes! Ha, geil, dann haben wir ja fast geschafft. Das heißt, uns fehlt jetzt noch der Drachenhorst. Und nach dem Drachenhorst dann der finale Kampf gegen das Shadran. Und dann haben wir noch unsere drei DLCs, wobei ein DLC relativ kurz ist und die anderen zwei haben es schon böse in sich. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir mal für heute durch. Haben jetzt gut was geschafft. Meine Rücktour.